Zuerst wollen wir euch etwas aus München von den Dreharbeiten für die Fernsehfilme zeigen. Dabei gab es allerdings ein Problem. Der Meister Eder, gespielt vom Gustl Beyerhammer, wo der Pumuckl ja wohnt, musste mit einem unsichtbaren Partner spielen. Jetzt tust du Buch hoch und blätter um. Hoch, blätter um. Und wieder hinten einschlagen. Und hinten anschlagen. Ja. Gut. Und bitte. Aber sag mal, warum gehen wir eigentlich so früh? Da sind doch die Tiere noch gar nicht da. Doch, die Tiere sind schon da. Nein, nein, die machen ja mit dem ersten Sonnenstrahl schon aus. So. Und warum gehen wir so früh? Da sind noch so wenig Menschen draußen, weißt du? Und dann bist du sichtbar und das ist mir lieber. Ich freue mich vielleicht, da sehen wir die Mäuse und die Hunde und die Katzen und die Würmer und die, Spatzen gibt es sicher auch, oder? Ja, Spatzen. Oi, so, wir fahren jetzt in den Zoo. Ja, jetzt da machst du was mit. Erst Blaubeeren, dann Weißbeeren, dann Schmutzile und Kokofanten und also dann Meerschweinchenaffen und dann, das ist schon ganz schön was los hier. Ui, was ist denn das? Ja, das ist ja viel besser als wie Tiere. Ui, da muss ich sofort hin und du nein, auch. Da gehen wir nicht. Doch, du musst nein, mir da helfen. Gehen wir nicht. Doch, komm, hui, hui, hui. Ja, hier, komm. Pumuckl, du bleibst da. Sonst geh ich alleine. Kommst du mit? Hallo, Meister Eder. Schau mal, was ich habe. Ja, sag mal, bist du verrückt geworden? Das ist doch ein Straußenei. Das bringst du sofort wieder zu die Straße zurück. Was? Nein, das ist ein Elefantenei. Elefanteneier gibt's überhaupt nicht. Bring sofort dieses Straußenei zurück, ich geh sofort heim. Nein, das bring ich nicht zurück, denn das wird unser Frühstücksei. Und da können wir, schau mal, da können wir doch 17, drei Tage lang können wir ein Frühstücksei haben. Nein, und wir brauchen nicht immer diese kleinen aufmachen. Das ist so schön. Pumuckl, bring sofort das Ei zurück. Ich gehe sofort heim. Nein, ich gehe mit dir nie mehr weiter in den Tierpark. Oh, und jetzt geh so eine Schlangenlinie, so ganz beleidigt. Und stell's ab. Und wieder auf. Wenn ich dich rufe, sind wir immer. Und runter. Und runter. Und Vorsicht mit dem Stock. Und runter. Stopp. So wurden also erst einmal alle Fernsehfilme gedreht. 75 Kilometer Filmmaterial wurden dabei verbraucht und das alles erstmal ohne den Pumuckl, aber mit allen Sachen, die der Pumuckl bewegt. Wie zum Beispiel das kleine Buch, das ihr am Anfang gesehen habt, oder jetzt das Straußenei am Schluss. Das wird im fertigen Film der Pumuckl tragen. Der nächste Schritt ist also, dass jetzt der Pumuckl in den Film reinkommt. Und das wurde in einem großen Zeichentrickfilmstudio in Ungarn gemacht. Wie dort der Pumuckl sichtbar wird, das ist eine wirklich tolle Sache und das wird euch jetzt der Uli König, der Regisseur, erklären. Also, ich glaube, ich versuche das doch lieber gleich mal an Ort und Stelle. Und zwar ist es so, nachdem wir in München die Filme fertiggestellt haben, kommen Sie hier nach Ungarn, nach Budapest, in das Pannonia Zeichentrickstudio. Und dort bespreche ich gemeinsam mit Béla Tarnowski, dem künstlerischen Chef hier im Studio für diese Produktion, Einstellung für Einstellung ganz präzis, was der Pumuckl machen soll. Dabei gibt sich sofort das erste Problem. In München musste Meister Eder genau dorthin schauen, wo der Pumuckl steht. Jetzt muss der Pumuckl ganz genau dorthin schauen, wo der Meister Eder steht. Und der Anfang dieser Arbeit sieht dann ungefähr so aus. Hallo, Meister Eder! Wo bist du überhaupt? So, der Pumuckl trägt dieses Ei. Und zwar würde ich vorschlagen, auf dem Rücken. Du kennst Obelix, Asterix und Obelix, also so ähnlich würde ich sagen, trägt er das auf dem Rücken. Wenn wir den Film besprochen haben, kommt der Film hier in diesen Projektor und er wird von einem Konturzeichner Bild für Bild auf dieses Papier übertragen. Dabei ist sehr wesentlich, dass alle Bewegungen erfasst werden, denn später muss der Pumuckl ja die Gegenstände tragen. Wenn eine Einstellung übertragen ist, kommt sie zu Béla Tarnowski, der nun zum ersten Mal den Pumuckl sichtbar macht. Dabei zeichnet er nun nicht Bild für Bild den Pumuckl, sondern er entwirft nur Skizzen für die wichtigsten Positionen. Das bedeutet pro Minute und pro Schwierigkeit der Einstellung zwischen 5 und 50 verschiedenen Skizzen. Diese von Béla Tarnowski vorgegebene Grundkonzeption erhält nun der Animator. Dieser zeichnet nun ebenfalls nur als Skizze die weiteren wichtigen Positionen.
Auch er zeichnet also nicht alle einzelnen Zeichnungen, die nötig sind, sondern nur die nächsten Positionen, die wichtig sind. Auch dabei wird noch nicht fein ausgezeichnet, sondern nur entworfen. Sind diese Zeichnungen zur Zufriedenheit ausgefallen, entsteht die sogenannte Bewegungsprobe. Dabei wird auf einem Schwarz-Weiß-Film Folie für Folie so aufgenommen, wie sie später in den Film eingebracht werden soll. Erst wenn diese Bewegungsprobe zur Zufriedenheit ausgefallen ist, wird die Bleistiftzeichnung über ein Kopierverfahren auf eine Klarsichtfolie übertragen. Diese Folie wird dann im Hinterglasverfahren ausgemalt. Man muss sich dabei noch einmal vorstellen, dass wir bei 26 Halbstundenfilmen über 1 Million einzelne Zeichnungen haben, die so ausgemalt werden müssen. Wenn wir alle diese Schritte hinter uns gebracht haben, kommt es endlich zur tatsächlichen Begegnung zwischen Meister Eder und seinem Pumuckl, also zu der eigentlichen Aufnahme. Dafür wird unser Originalfilm in einen Projektor eingelegt. Dieser projiziert über einen Spiegel, reflektiert nach oben in eine zweite Kamera, wo Bild für Bild unser Originalfilm mit dem Pumuckl zusammen aufgenommen wird. Gleichzeitig wird der gezeichnete Pumuckl Folie für Folie auf diesem Tisch hier in die Projektion eingelegt. Das sind übrigens wieder unsere drei Stifte hier. Und gemeinsam mit dem Original, wie schon gesagt, Bild für Bild aufgenommen. Und das Ganze sieht dann so aus. Okay. Hallo, Meister Eder! Wo bist denn du überhaupt? Schau mal, was ich habe! Ja, sag einmal, bist denn du verrückt geworden? Das ist doch ein Straußenei. Das bringst du sofort wieder zu die Strauße zurück. Jetzt ist der Pumuckl also im Film drin. Stellt euch das mal vor, 150 Zeichner haben daran gearbeitet, über 1,5 Millionen solcher Folien mussten gezeichnet werden. Tja, der Film ist jetzt fertig, aber eines fehlt noch. Ihr erinnert euch, im ersten Teil habt ihr gesehen, dass der Uli König bei den Dreharbeiten die Stimme des Pumuckl nachgeahmt hat. Die richtige Pumuckl-Stimme aber, die ihr von Schallplatten und Kassetten kennt, die spricht der Schauspieler Hans Klarin. Pumuckl muss jetzt also noch seine richtige Stimme kriegen und das passiert wieder in München. Und noch eins. Auf dem Ton, der bei den Dreharbeiten aufgenommen wurde, sind noch eine ganze Menge andere Nebengeräusche drauf, wie Regieanweisungen, Kamera und so weiter. Und das stört natürlich alles hinterher im Fernsehen. Also wird jetzt nochmal ein ganz neuer Ton gemacht für alle Filme. Das nennt man Synchronisieren. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Das hier ist eine Kopie von dem fertigen Film. Der wird jetzt in lauter kleine Stücke zerteilt. Ein solches kleines Stück nennt man einen Take. Die beiden Enden von diesen Filmstücken werden zusammengeklebt. Es wird also ein kleiner Film ohne Ende, so ähnlich wie eine Fahrradkette, die ja auch kein Ende hat. Das wird deswegen gemacht, damit nachher die Schauspieler das Stückchen Film immer wieder hintereinander sehen können, ohne anzuhalten. Was die mit den langen Hälsen? Jetzt sind wir schon beim Synchronisieren. Hier vorn ist das Regiepult, da sitzt der Regisseur, der Uli König, den kennt er ja schon. Und rechts daneben der Toningenieur. Hinter der Glaswand ist das eigentliche Synchronstudio. Da sitzen die Schauspieler Gustl Beierhammer und Hans Klarin vor ihren Mikrofonen. Auf der Leinwand werden ihnen die Schleifen vorgeführt und sie sprechen dazu. Danke. Schau mal, was ich gefunden habe! Mal, bist du verrückt geworden? Das ist doch ein Straußenei. Das bringst du sofort wieder zu Straußen zurück. Das ist ein Elefantenei. Okay, Elefantenei gibt's überhaupt gar nicht. Bring sofort diese Straußenei zurück oder ich gehe gleich heim. Danke. Danke. Auf die 17 drei Tagen. Ja. Nein, das bringe ich nicht zurück. Das wird unser Frühstücksei. Und da können wir, schau mal, da können wir 17 drei Tage lang können wir uns ein Frühstücksei machen. Ja, du! Du sollst dich waschen. Ich geh ja gleich, also nicht mal in Ruhe kann man hier schaukeln. Gehst du jetzt endlich waschen? Ich bin ja schon fast tot. So was Ärgerliches. So, das Wasser läuft ja wenigstens schon.
So, das genügt. Und nur die Stirn ein kleines bisschen. Hm, so, Zähne putzen. Ach, heute esse ich dich mal gleich so. Ah, ah. Ach, das nennst du waschen. So, jetzt gefällt's mir schon gleich viel besser. So eine Gemeinheit. Muss ich dich mit verlassen. Und wenn's auch nur für immer ist. Ja, ja. Ich sehe ein. Eine Trennung ist unvermeidlich. Ja, was sein muss, das muss sein. Ich hoffe nur, dass ich dir immer ein guter Pumuckl gewesen bin. Du warst der beste Pumuckl auf Gottes weiter Flur. Was Flur? Ich, der ich auf allen Fluren der Welt zu Hause bin, muss ich auf deinem kleinen Küchenflur ganz alleine zu Hause lassen. Das wird eine schöne Geburtstagstorte. So. Torte mit Kerzen, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Hey! Du sollst doch eine Torte werden! Das ist ja eine Geburtstagsknalltorte! Klack, klack, brrr. Oh, du bist aber ein kleiner Brrr. Und du bist ein ganz großer Brrr. Hier ist unser bitte Theaterhinweis. Was? Stadttheater. Ich will aber nicht ins Theater. Geh doch bitte allein. Kaisers neue Kleider. Stadttheater, kleines Haus, 20 ja. Uhr, viel Lärm um nichts. Ja. 21 Uhr, Christen aus dem Pfälzerwald. Opernhaus, 19:30 Uhr, Tristan und Isolde. Neue Komödie, 19 Uhr, Alte Komödie, 1930, Wagen auf Matten. So, jetzt hörst du zu. Ja! Meister-Eder-Theater, das große Warten im Papierkorb. Es gab auch früher schon viele Anlässe, um den Pumuckl zu feiern. Zum Beispiel 1985, als ihm sogar ein Denkmal gesetzt wurde. Dieses Denkmal steht im Münchner Luitpoldpark und man muss ziemlich aufpassen, wenn man in die Nähe kommt. Denn es ist in Wirklichkeit ein Spritzbrunnen. Und der Bronze-Pumuckl spritzt völlig unberechenbar in der Gegend herum, wie es halt seinem Naturell entspricht. Ein Mensch ist er nicht. Ein Tier ist er nicht. Also er ist ja irgendwas Besonderes. Er ist also ein... Was ist er? Ein Kobold? Was ist ein Kobold? Wie spricht ein Kobold? Also ich probiere jetzt einfach mal was. Und dann habe ich also diese etwas krächzende, schreiende Stimme drauf gemacht und das Zeug wurde dann gesendet. Und es war gleich von Anfang an ein Riesenerfolg. Damals hat der Hans Klavin gerade die kleine Hexe gesprochen gehabt vom Ottfried Preußler. Und das haben wir uns angehört und gesagt, das ist es. Das war die Stimme. Wie der Pumuckl sprechen sollte und mit welcher Stimme, das war natürlich eine ganz wichtige Sache. Denn die Geschichten, die Ellis Kaut sich einfallen ließ, waren ja zunächst für den Hörfunk bestimmt. Die erste wurde am 21. Februar 1962 ausgestrahlt. Grüß euch Gott. Sagt mal, wascht ihr euch eigentlich auch so ungern wie der Pumuckl? Und von der ersten Sendung an war dieser junge Mann dabei, der hier in der Mitte steht. Der Schauspieler Hans Klarin. Er war es, der dem Pumuckl seine Stimme gab. Und er spricht ihm bis heute. Auch mit einem Besen weg. Der Maler tritt nicht. Der
dann geht ja auch nicht mit Wasser weg, der Dreck, weil ich immer wieder einen reinwerfe. Da kann sie sich wundern. Bald danach kamen dann die ersten Schallplatten und die ersten Bücher. Und von da an war der Pumuckl auch im Bild präsent. Ein freches kleines Kerlchen mit struppigem rotem Haarschopf. Der ganz große Erfolg aber kam 1982, als der Pumuckl zum Helden einer eigenen Fernsehserie wurde. An diesem Erfolg war dann ganz maßgeblich auch der Mann beteiligt, der den Schreinermeister Eder spielte, den väterlichen Freund des kleinen Kobolds, Gustl Beierhammer. Ja, heute ist doch alles wie verhext. Ich hab doch das Stimmeisen gerade da hergekriegt. Kreuzbirn beim Hollerstaden. Hier, am Anfang der ersten Folge, ist der Pumuckl noch unsichtbar und der Meister Eder weiß noch gar nicht, wer das ist, der ihm da ständig sein Werkzeug verlegt und alles durcheinander bringt. Aber dann muss sich der kleine Kobold doch zu erkennen geben. Und das war dann der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die über 50 Folgen lang anhielt. Das ist eine schöne Bescherung! Wenn man jetzt mal einen Sprung macht, der ist ja inzwischen 40 Jahre alt, der Pumuckl, erwachsen, kann man fast sagen. Wird er nie, aber hat er sich denn irgendwie verändert oder darf er sich gar nicht verändern? Also das Wesen hat sich nicht verändert. Es hat sich unsere Einstellung zur Pädagogik etwas verändert. Ein paar kleine Beispiele. Also wenn der Pumuckl böse war, hat der Meister Eder ihn ins Schubladel, wie wir in Bayern sagen, in die Schublade gesperrt. Ja. Das würde man heute nicht mehr wollen. Das ist Liebesentzug. Man kann ein Kind, das böse ist, nicht in die dunkle Kammer sperren. Richtig, das habe ich ungeniert damals getan. Ja. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass das auf ein Kind übertragen werden könnte. Das war damals üblich. Das würde ich heute nicht mehr tun. Mhm. Oder Meister Eder, wenn ich eine Situation brauchte, wo der Pumuckl allein in der Werkstatt ist, dann habe ich den Meister Eder einfach fortgeschickt zum Zigaretten holen. Eine Hauptfigur heute, die Zigaretten raucht, ist nicht mehr denkbar. Ach, ja. Das kann man gar nicht mehr machen. Und so haben wir uns in manchen Dingen einfach in der Einstellung geändert. Wir sind für viele Dinge sensibilisiert worden, was wir vor 40 Jahren noch nicht waren. Ja. Also Pumuckl ist gleich geblieben, wir haben uns verändert, die Zuschauer. Ja, vielleicht. Aber wir sind vielleicht ein bisschen einsichtiger geworden noch. Im Grunde genommen diese Emanzipation des Kindes, wenn man so sagen darf. Oder kann. Also, dass die Kinder freier geworden ist. Das ist eigentlich der Pumuckl vom ersten Tag an gewesen. Die Kinder haben immer gesagt, so möchte ich sein. Bei so einem Menschen, so einen Papa möchte ich haben oder so einen Opa möchte ich haben. Und so wie der Pumuckl möchte ich sein und das möchte ich alles tun dürfen. Es war einmal Gustl Beierhammer als Meister Eder. Der Schreiner mit dem ganz besonderen Gesellen. Pumuckl? Pumuckl! Eigentlich ist er ja unsichtbar, der Pumuckl. Aber einmal hatte er Pech. Pumuckl! Oder war es Glück? Wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt, dann wird er sichtbar. Das ist Kobolds Gesetz. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Das war Anfang der 80er Jahre. 52 Folgen lang gingen Meister Eder und sein Pumuckl miteinander durch dick und dünn. Aber dann verließ der Schreinermeister seine gemütliche kleine Werkstatt für immer.